Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Hier ist Papa, wir sind gerade kurz unterwegs mit dem Kleinen. Heute ist Mittwoch und ich habe heute einen Friseurtermin mit der Michelle zusammen. Die Michelle möchte mich ein bisschen Haare lassen und ich brauche unbedingt einen Haarschnitt. Ja. Ich glaube, das letzte Mal war ich beim Friseur im ersten Lockdown, also nach dem ersten Lockdown, also vor einem Jahr. Deswegen ein bisschen Haarschnitt. Ich habe vergessen, einen Corona-Test zu machen. Den hätte ich nämlich gestern schon gemacht. Fürs Messegelände musst du vor mir, oder? Na so, oder? Geradeaus. Ja, und dann fahren wir beim TC, genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich vergessen, einen Corona-Test zu machen und mache ihn jetzt. Muss ihn jetzt machen. Ne? Ich bin ja froh, dass in Österreich eigentlich doch recht zügig geht, mit dem, dass man ein Ergebnis bekommt. Also, ich glaube, in Deutschland ist es so ganz anders. Da kann man gar nicht einkaufen gehen oder Klamotten einkaufen gehen. Da braucht man so einen Test, glaube ich, davor. Und hier in Österreich ist es halt nur für Friseure, Tätowierer, Wimpern machen, Nägel machen. So halt kosmetische Sachen oder dienstkörpernahe. Wie nennt man das? Dienstleistungen? Nein, körpernahe Dienstleistungen, genau so. Auf jeden Fall muss ich jetzt einen Corona-Test machen. Die Michelle macht schon in der Schule einen. Und der gilt ab heute auch in Friseurläden. Das heißt, die Kinder bekommen sowas wie einen Pass. Dort kleben sie dann immer rein, negativ oder positiv, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall negativ. Und mit dem können sie dann auch zum Friseur gehen. Deswegen braucht die Michelle keinen Test, weil ich habe mich voll, oh Scheiße, das geht sich nicht aus. Und deswegen fahre ich jetzt schnell mit Papa für mich zum Testen. Schwer. Ja, die Schulen haben bei uns auch wieder geöffnet. Das heißt, die Kinder sind wirklich von Montag bis Freitag in Schule. Also so ein bisschen Normalität ist auf jeden Fall zurück. Und ja, jetzt ist nur mehr so wenig Schule. Jetzt ist ja nur mehr ein bisschen von Mai und dann schon Juni und dann ist schon Ferien. Voll krass, oder? Wann ist Ferien? In Juli. Also Juni ist gar keine Schule mehr. Also nur mehr der Juni. Also Juni, also ja. Dann ist schon wieder ein halbes Jahr vorbei. Heute war auch schon die erste neue Besitzerin von einem Welpen da und hat sich den Welpen mal angeschaut, den sie sich ausgesucht hat. Und ja, es wird schon langsam ernst. In 4 Wochen sind, also 4 bis 6 oder ja, es kommt davon, manche holen die Hunde bei 12 Wochen ab. Bald sind die dann weg. Aber es ist jetzt momentan echt schon viel Trubel mit den Bautis, weil die Goldi stillt die nicht mehr so oft und... Na gar nicht mehr, oder? Na doch, ab und zu stillt sie so noch. Ja, aber sie irgendwo nicht wichtig, oder? Nein. Es gibt doch Momente, wo sie auch hinlegt und noch reingeht. Wie, ne? Aber das ist immer sehr, sehr selten. Das heißt, wir müssen die Welpen jetzt zufüttern und sie kriegen schon richtiges Nassfutter. Das mache ich dann immer so ganz matschig und dann kommt dann noch so ein bisschen Welpenmilch dazu, so Pulvermilch und dann ist das so eine Matschepampe und dann essen die das schon richtig, richtig brav. Zeige ich euch dann mal, vielleicht heute sogar. Das ist auf jeden Fall eine fette Sauerei, wenn die Welpen essen und sage es euch, ich bin die ganze Zeit nur am Putzen. Die Wurfkiste muss ich auch 2-3 Mal am Tag machen, weil da auch kleine Köttelchen drinnen sind. Macht auf jeden Fall Spaß. Und was dieses Wochenende auch passiert ist und wo wir euch jetzt nicht so wirklich mitgenommen haben, wir haben ja den Kleinen getauft. Am Samstag wurde der Kleine getauft im mini-kleinsten Kreis. Also nur wir, die Eltern und die Taufpaten, also die Geschwister natürlich auch, also die Familie und die Taufpaten. Und wir haben so ein bisschen mitgefilmt für uns privat. Wir werden euch ein paar Einblicke dann hier einführen. Also der Papa wird das machen. Damit ihr auch so ein bisschen seht, wie es war. Es war auf jeden Fall wunderschön. Und ich gebe mich in der Zwischenzeit mal schnell testen. So, fertig getestet. Ich habe jetzt das erste Mal einen Nasenbohrer-Test gemacht. Den kenne ich eigentlich normalerweise nur von der Michelle, von ihren Erzählungen. Wenn die Michelle in der Schule testet, also die Kinder testen bei uns ja 3-mal die Woche jetzt, sogar die Kindergartenkinder testen. Also die Michelle hat den Nasenbohrer-Test, da bohren sie quasi nur hier im vorderen Bereich der Nase herum. Der Patrick macht den anderen Test, wo er hier mit dem Stübchen ganz tief reinfährt. Und die Lara und die Luisa machen diesen Lollipop-Test. Da gibt es da sowas, so Stäbchen, wo man da so drauf herum lutschen muss. Ich glaube so 90 Sekunden. Und danach mit dem Sabbat halt, was da drauf ist, so halt testen. Ja.
Auf jeden Fall heute Nasenbohrertest war wirklich witzig. Ich habe nämlich schon so hingesetzt und darauf gewartet, dass sie da jetzt mit dem Stäbchen reinfährt. Und dann tut sie mich da nur herumkitzeln. Das war ja witzig. Ja gut, jetzt habe ich auf jeden Fall den Test gemacht. Ich bin jetzt sozusagen ready für meinen Friseurtermin. Ergebnis habe ich noch nicht, aber das kommt so immer in einer Stunde circa hat man das dann. Und jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt kochen wir live auf Instagram. Falls ihr uns vielleicht noch nicht auf unserem Thermomix-Profil folgt, dann folgt uns gerne. Wir heißen dort, also ich heiße dort gerne diamanta.thermomix. Ich werde es euch hier reinschreiben. Und da gehen wir öfters mal live und kochen halt mit euch zusammen. Wir müssen heute erst die Kinder holen, gell? Ja. Michelle und Lara, Lara und Luisa holen wir jetzt im Kindergarten. Dann kochen wir live. Und ich habe aktuell noch bis Ende Mai so eine super tolle Aktion bei Thermomix. Ihr wisst ja, ich bin Thermomix-Repräsentantin. Das heißt, falls ihr mal einen Thermomix haben wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Aktuell gibt es eine Aktion. Da gibt es den Thermomix um 1.399. Dazu gibt es dann so richtig schöne Pizzaform oder eine Tartform. Angebot gilt aber leider nur für Österreicher, also nicht für die Deutschen. Leider, I'm sorry. Und ich habe noch eine Aktion mit dem Friend. Also da gibt es so den Thermomix und da gibt es dazu noch den Friend. Das ist perfekt für eine Großfamilie oder halt für Leute, die gerne ja, viel kochen, vielleicht gerne mal Freunde einladen und ja, so. Der ist einfach super toll. Da gibt es nämlich dann noch einen Mixtopf dabei und nochmal ein Gerät. Da könnt ihr nämlich extra was anderes dann zubereiten. Und der kostet 1.699. Das werde ich euch mal alles hier reinposten und auch unten in der Infobox, falls ihr interessiert seid. Oder falls ihr sagt, ich träume schon so lange vom Thermomix und kann ihn mir leider nicht leisten, dann kann man sich den auch verdienen. Nämlich mit 4 verkauften Thermomix gehört euch euer Thermomix und werdet dann quasi Beraterin, so wie ich. Also das ist natürlich nur, wenn ihr Bock habt, also entweder man hat Bock, sich den zu verdienen und danach macht man nichts mehr. Oder man sagt, nee, ich mag eigentlich Beraterin werden. Das klingt eigentlich voll lustig und voll spannend. Und man verdient sich natürlich dabei auch ein bisschen was dazu. Also wie gesagt, unten in der Infobox schreibe ich euch dann noch Details, für was ihr euch gerne interessiert. Könnt ihr euch jederzeit bei mir melden, per E-Mail. Und ja, wir gehen auf jeden Fall mal jetzt kochen. Aber da nehmen wir euch ein bisschen mit. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut, quasi behind the scenes. Aber natürlich zuerst mal die Mädels vom Kindergarten abholen, ne? Und danach kochen. Einsteigen. Hi! Luisa auch einsteigen? Nana! Baby! Ja, ja. Schönen Tag noch, tschüss! Ah, was ist denn passiert? Wer war das? Ich. Luisi! Hey, du mein kleiner Fuß! Komm, Kinder, fährt euch hin, es ist schon spät. Mama, ich habe alles gegessen. Sehr gut! Ich habe nur Kilogramm gegessen. Traut hast du gegessen? Mama, dein Bauch knurrt, hast du so starken Hunger, oder was? Mama. Die Lara ist immer halb verhungert. Ja, voll. Mama. Jedes Mal, wenn sie aufwacht, Mama. Ist sie so, ja. Aber jedes Mal, wenn sie aufwacht. Ist sie so verhungert, so ein armes Kind. Man möchte, könnte glauben, dieses Kind kriegt bei uns nichts. Wenn ich lange Kindergarten war, dann habe ich Hunger. Ja, und Kindergarten hat es auch Hunger. Dabei hast du eh nicht Hause, oder? Ja, ja. Na gut, fahren wir nach Hause, schnell kochen, weil die Lara jetzt verhungert. Die Mädels sind im Garten und spielen und ich werde jetzt auf jeden Fall schnell den Thermomix anmachen und das Essen zubereiten. Und ja, danach später kommt nämlich noch jemand einen anderen Welpen anschauen und danach haben wir Friseurtermin. Seht ihr, ich habe auch ein bisschen mitgevloggt. Könnt ihr mal winken. Winkt alle für den Vlog. Yay!
bin bei der Arbeit und krieg Hunger. So süß. Gut, meine Lieben, wir werden uns ein bisschen auf jetzt auf hier das Live-Kochen konzentrieren und melden uns später. So, meine Lieben, jetzt gibt es einen richtigen Sprung hier im Vlog. Wir haben uns schon auf den Weg gemacht. Wir sind schon beim Friseur. Es war jetzt nämlich mega stressig. Ich hatte einfach voll den Stress, dass wir zu spät kommen. Und deswegen, ja, jetzt sind wir schon da. Hier ist die Michelle. Wir haben uns schon ready gemacht. Masken und so weiter. Die Michelle hat ihre Maske. Gehst du so? Ja. Das ist neu. Trendy, schick. 2021 mit der Maske immer am Kinn. Aber ich laufe auch oft genug so rum. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein und melden uns danach von dort. Seid ihr gespannt? Michelle rasiert sich eine Glatze. Wir haben es jetzt hergeschafft, wir sind jetzt beim Friseur und wir haben einen Private Room bekommen. Schaut euch mal das an, wie cool. Das heißt, hier sind nur wir drinnen. Wow, voll cool, oder? Das heißt, wir haben hier den Kleinen kurz abgelegt. Und die Michelle will ein bisschen Haare lassen, oder? Zeig mal, was möchtest du machen? Schaut mal, wie lange ihre Haare schon sind. Und sie will sie abschneiden. So, wirklich? Ja. Ich bin da nicht dafür, aber es ist ihr Kopf. Sie kann entscheiden, was sie. Wir sind jetzt gerade richtig in den Regen reingekommen. Schauen ein bisschen zerwuschelt aus. Ja, bin gespannt, was sie zu meinem Frisur, was ich machen will. Weißt du so? Das ist das Foto? Mit dem. Ich berate sie. Schauen wir mal, ob sie es macht. Jetzt ist es soweit. Ist es soweit? Und jetzt bin ich auch unverschämt und frage, ob du Lust hast, 25 cm von deinem Naturhaar für ein krankes Kind deine Perücke zu spenden. Wie lange wäre das? Ich finde das so toll, weil ich habe immer wieder junge Leute. Ja, das wäre da. Oh, du bist lieb. Oh, ich bin lieb. Wirklich, ich mache das. Ich hole noch mein goldenes Maßband. Mal von was sicher gehen. Oh, süß. Michelle, deine Haare wachsen nicht so super schnell. Ja. Vor allem 5 cm mehr ist quasi 2 Monate. Meine Haare wachsen. Hey, war cool. Ich freue mich voll, ein bisschen Tränen in die Augen. Weil ich das emotional finde, dass du einem kranken Kind damit hilfst. Ich bin so cringe. Mama fangen zu weinen an. Ich finde das so süß. Mein Baby spendet Haare. Wollten wir eh schon öfter mal machen. Wenn ihr mich anguckt. Hier ist sie. Die Michelle gibt Haare. Nimmt alles an. Das ist nur mal komisch, weil sie nass sind. Was meinst du? Na, weil es da so leer ist. Ach so. Ja, da schneide ich vielleicht auch gerne noch ein paar dazu. Aber ich schaue mir dann an. Hey Baby! Hey Baby! Was sagst du? Michelle ist schon fertig. Wow, schaut mal, wie schön. Sie hat jetzt den französischen Pony und sie hat hier noch so schöne Wellen gemacht. Voll schön, Michelle. Gefällt's dir? Ja. Mal was anderes, so kurz, gell? Also kurz. Ist immer noch lang. So, jetzt bin ich dran, jetzt habe ich mein Kittel.
Ich habe jetzt auch schon ein Jahr Haare gelassen, sagt die Sonja so schön dazu. Also ein Jahr Haare. 10 cm, ein Jahr Haare. Ist gut zu wissen, haben wir schon besprochen, weil spitz, weil für jeden heißt wenig was anderes, ne? Genau. Schaut frisch aus. Wow, wie cool. Und sie korrigiert meinen selbstgeschnittenen Lockdown-Pony. Wie viele solche Unfälle hattest du? Viele. Sehr viele. Das glaube ich. Wenn jemand Zeit hat, kreativ an sich selbst rumzubasteln. Das ist mein Endergebnis. Wir sind jetzt hier gerade nach Hause gekommen. Die schaut durch ihre Maske am Kinn. Lätzchen. Ja, was sagt ihr zu den Haaren? Schaut mal, die Michelle hat so viel Haare gelassen. Und die Michelle hat so einen französischen Pony und ich habe jetzt auch so einen Mittelscheitel, so aus wie Chili. Die Haare sind auch echt lecker, schon ja, von der Länge. Naja, von der Länge nicht, ich habe kürzere. Achso, okay. Wahnsinn. Oder was? Sag mal aus wie Zwillinge, oder? Schau mit selben Klamm. Also ich habe helle, Michelle hat dunkle. Ja. Schön irgendwie, oder? Papa, was sagst du zu unseren Haaren? Sehr schön. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen, ich habe Sachen wegräumen, Ding das und mal ankommen. Und ja. Er war urbrav, weißt du? Er ist immer brav. Er ist wirklich immer brav. Dafür hat er sich immer angestiegen. Er hat ja und zweimal in die Windeln gemacht. Einmal Pipi. Einmal Pipi und einmal Kaka. Und ganz zwei, dreimal bis sie gekotzt. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer und werden was zu Abend essen. Das ist so lecker! Das ist so lecker! Die Kinder wollten Chicken Nuggets und ich habe mir so eine Piccolini-Pizza gemacht, sag euch mal. Ihr werdet so Fliege! Was für eine Fliege? Das ist keine Fliege. Was ist das? Das ist eine Mücke. Auf jeden Fall Chicken Nuggets für die Mäuse. Ich habe Piccolinis und der Baba hat eine Suppe. Wir essen beim Fernseher. Mein Handy ist ausgeschaltet. Ich wollte kurz was schauen. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich auch. Aha. Gib mir einen Kuss. Ja. So, was soll ich auch? Ich bin der Schüchtern. Du, oh, hast du gehört? Sie will mir keinen Kuss geben. Was ist Schüchtern? Dein Mann. Schüchtern. Wer ist Schüchtern? Meine Katze. Die Luisa. Yum, yum. Danke. Oh, guckt euch an, wie sie mich liebt. Oh, danke. Oh, mein Herz. Ah. Magst du jetzt auch von Mama einen Piccolini-Pizza nehmen? Mhm. Es ist heiß. Es ist heiß. Mini-Pizza. Ja, kannst du mir diese Fernbedienung von hinten geben? So, meine Lieben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.